Das beschauliche Hessisch-Oldendorf zieht alle 4 Jahre, so fast jeden VW-Oldtimer-Fan in seinen Bann, und entwickelt sich jedes Mal zu der größten Pilgerstätte weltweit. Für das Organisationsteam ist es jedes Mal ein spannendes Unterfangen. Jetzt sind wir knapp 2 Jahre dran und haben wirklich dieses Treffen vorbereitet, extensiv mit einem umfangreichen Team, wo wir uns so alle Vierteljahre am Anfang erstmal getroffen haben, um Nummer eins aus den Erfahrungen der vorangegangenen Treffen zu lernen, aber auch Dinge vorzubereiten, die jetzt neu waren, um halt Reserven oder Dinge zu haben, um dieses Treffen vielleicht noch ein bisschen interessanter zu machen, weil es ist ja immer spannend, sowas noch ein bisschen steigern zu können. Jedes Mal steigert sich das VW-Veteranentreffen und lässt die Innenstadt des kleinen Ortes aus allen Nähten platzen. Diese ist dann auch die Plattform für jeden Fahrzeugaussteller, der voller Stolz sein Gefährt präsentieren möchte. Ich habe schon immer einen Käfer gewollt. Mein erstes Auto war ein Käfer, war ein 83er Auberginenkäfer. Und ich wollte unbedingt einen alten Käfer, also einen Ovalkäfer. Und habe über 3,5 Jahre gesucht. Und ja, dann wusste ich, dass er zu Verkauf stand. Und dann dachte ich, ja toll, das ist meiner. Ich habe hier so einen Außenspiegel mit einer Außentemperaturanzeige. Ich glaube, das sieht man nicht so häufig. Bin ja auch ein bisschen stolz darauf, dass, glaube ich, kein anderer Käfer hier das, diese Anzeige hat. Und es sind immer wieder erstaunte Blicke, dass es sowas gibt. Na, normalerweise ist das Armaturenbrett relativ schlicht und einfach. Also man sieht einfach nur dieses Ziergitter hier und hier ist einfach normalerweise ein Asche. Aber der hat jetzt einen Hupenknopf bekommen, der hat jetzt hier hinten ein Drehzahlmesser bekommen, nochmal einen Zigarettenanzünder, ein Tacho mit Tageskilometer. Eine Tankuhr, ein beleuchteter Innenspiegel und. Also das heißt, Zubehör gab es früher ganz oft und ich liebe Zubehör. Danach zu suchen und dann einzubauen und damit zu fahren und Spaß damit zu haben. Ich bin jetzt das dritte Mal da und ich bin sehr gerne da, weil das Treffen ist einfach fantastisch. Und mittlerweile, wenn man herkommt, man trifft seine guten alten Freunde. Vorhin waren Freunde aus der Schweiz da, die wir kennengelernt haben. Andere Freunde aus Österreich und. Und das macht sehr viel Spaß, die Leute hier zu treffen. Sonst kennt man sich einfach nur über Facebook oder per E-Mail. Hier trifft man sie persönlich. Das analoge Facebook, alias Weltkarte, zeigt die Vielfalt der Nationalitäten, die in Hessisch-Oldendorf zusammenkommen. I come from Jakarta, Indonesia, and I'm here because of I love from Volkswagen. Hi, I'm from Honolulu, Hawaii. And I'm here to see Hessisch-Oldendorf's Volkswagen show. It's been a dream of mine, so I'm happy to fulfill this dream. I'm from Tabernacle, New Jersey in the United States on the East Coast. And why am I here? For Hessisch-Oldendorf, of course. To see the Volkswagens. All the highlights is seeing all the rare Hebmüllers, Ramesh, Dannenhauser, and Strauss. So coach-built cars that we don't see in Honolulu. But also the split window buses and the split window bugs. Yeah, this is so special. Yeah. You can, this is like the peak of every Volkswagen meeting all over the world. This is the Mecca. Ah. Absolutely. Thank you. Yeah. Hessisch-Oldendorf ist also das Sahnehäubchen der Volkswagen-Festivals, ist weltweit so angesagt wie sonst keines. Ein Event, das viele Raritäten offenbart und neben dem beliebten Käfer natürlich auch dem Bulli seine Bühne bietet. Das ist ein 65er T1, der kommt aus Kalifornien. Da war der, glaube ich, auch in Kalifornien im Hühnerstall. Und, also ich habe einiges aus dem Auto rausräumen müssen, als ich den bekommen habe. Und eigentlich alle Anbauteile, alles was Chrom ist, die Lampen, Leuchten, Blinker, alles so, was alt und nicht so schön an Anbauteilen war, habe ich dann eigentlich ausgetauscht. Highlights gibt es eigentlich immer, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Weil jung oder alt, ob groß, ob klein, alle freuen sich. Und man merkt, dass man tatsächlich Menschen glücklich macht, wenn man einfach nur an denen vorbeifährt. Das ist schon sehr schön. Tiefe Busse finde ich schön. Die machen einen anderen Eindruck. Die wirken länger, die wirken ein bisschen agiler. Ich finde es einfach ästhetischer. Einen besonderen Vorteil gibt es eigentlich nicht, weil
schneller fahren ist nicht, da ist der originale Motor drin. Wir haben uns verabredet, hatten ein halbes Jahr Vorlaufzeit und uns ein Wochenende ausgesucht und haben uns dann mit 5, 6 Mann bei einem Freund in der Halle verabredet und dann haben wir innerhalb von 24 Stunden den ganzen Bus tiefer gelegt und ja, das war schon eine sehr schöne Aktion, erinnert man sich gerne. Neben den VW-Klassikern Käfer und Bulli darf ein Oldtimer-Modell auf gar keinen Fall fehlen. The only shows in the United States that I've been to, the most low-light Karmann Ghia, the early Karmann Ghias, the most I've ever seen at one show is 6. And here there's, it just goes on and on and on, Karmann Ghias, the low-light Karmann Ghias, so it's amazing. Oh, my car is in Australia. I'm a Karmann Ghia fan. I loved them since I was a little boy. And I finally got one and I did the restoration. But I'm a big fan of this particular car. It's a low light. Oh, by the way, I'm from Australia and I've traveled all this way just to come to this show, my first time. Now, this particular car is a 56 Karmann Ghia, built in Onsebruck. It's a beautiful car. It has some very special features, very desirable things. The exhaust system has the Abarth exhaust. It has the Judson supercharger. On the body, it has the gold sunroof. So the wind wings are a very rare feature for a Karmann Ghia. You can see that this is a special chrome molding here. And this piece has been reproduced from the original. And the original ones were yellow and they weren't able to be restored perfectly like this. So it's just Perspex is commonly available. And he heated that up to get the right shape. He copied from the original to reproduce the actual shape. He did a very fine job. Reges Fachgesimpel an hochpolierten Oldtimern gehört zu jedem VW-Treffen natürlich dazu. Dabei entstehen viele neue Volkswagen-Freundschaften. Manchmal steht der geliebte Blechkamerad sogar im Mittelpunkt einer bestehenden Beziehung. Es gehört sicher mit zum Familienleben. Aber zum Glück ist die Frau auch autofanatisch und macht das mit. Sonst ging es nicht. Das Auto habe ich per Zufall in einer Annonce gesehen in Deutschland und der war so günstig, dass ich da gleich am Samstag mein Auto genommen habe und fast 1000 Kilometer hingefahren bin, um das Auto anzuschauen. Und das ist für mich ein bisschen das Spezielle, weil das Auto kommt auch aus Texas. Also das Besondere ist sicher, das Auto ist im Car-Look aufgebaut, das ist aus den 70er Jahren, das kommt vom Rennen. Da gehört dazu vorne tiefer liegen, starke Motor, Getriebe, Felgen aus dieser Zeit, ist eigentlich alles aus Ende 60er Jahre in diesem Stil aufgebaut. Keine neuen Teile. Das Besondere am Motor ist sicher, statt die originalen 40 PS haben wir heute so zwischen 220 bis 230 PS. Aufgebaut von einem Clubkollegen Marcel Hofstetter und die Lackierung ist auch untypisch. Normalerweise ist es immer schwarz und da haben wir jetzt mal was Neues probiert in weiß und im klassischen Car-Look-Stil aus den Ende 60er Jahren. Das Besondere, um mit so einem Auto zu fahren, ist sicher, es ist nicht wie heute mit Klimaanlage und viel Elektronik. Das ist, für mich ist das noch das richtige Autofahren. Das ist nicht wie heute. Es macht Lärm, es stinkt nach Benzin, nach Öl und das finde ich, das macht das bestimmte Flair aus, dass das Ganze überhaupt Spaß macht. Die sogenannte Ausfahrt bringt jedes Mal das Volkswagen-Flair ins idyllische Weserbergland. Damit sich Käfer und Bulli reibungslos auf die Blechkette fädeln können, sind in verschiedenen Straßen Halteverbote angeordnet worden. Für die Anwohner heißt das, die eigenen Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des gesperrten Bereichs abzustellen. Wir sitzen jetzt in einem 1956er VW Samba, genannt Deluxe. Ein Bus mit 23 Fenstern, einem Schiebedach. Ich bin seit Jahrzehnten VW-Bus-Fan und Fahrer. Ich war schon in den 70er Jahren mit VW-Bussen in Afrika. Und nach einer längeren Berufstätigkeit und der Möglichkeit, mich diesen Dingen zuzuwenden, habe ich vor 6 Jahren dieses Auto gesucht
und in England gefunden und mir gesagt, so, jetzt erfüllst du dir den Sommertraum. Zu einem Zeitpunkt, als diese Autos noch nicht so hip waren, wie sie heute sind und noch nicht so teuer waren, wie sie heute sind. Das Auto habe ich selber allerdings aus Cornwall geholt, aus England. Ich habe es gefunden und es wurde in England von Matt Smith restauriert, so wie er hier heute steht, jedenfalls optisch. Und zusammen mit meinem Sohn habe ich den auf dem Trailer erstmal aus England hierher geholt. Das ist eigentlich die einzige richtig große weite Reise, die er bisher gemacht hat. Und es ist, wie alle hier sagen, eins der besten, wenn nicht das weltweit beste VW-Event, was es gibt. Wird auch von meinen Freunden und Bekannten aus aller Welt, also aus Amerika, aus Frankreich, aus Australien, als das Treffen gelobt, was weltweit am besten ist. So schwärmen diese internationalen Insekten aus, krabbeln im Turbogang durch Wald und Feld. Die Gäste aus aller Welt bekommen auf diese Weise auch gleich einen bleibenden Eindruck vom wunderschönen Weserbergland. Also wir sind recht flott durch die Berge gefahren, immer einem Bus hinterher. Und ja, lief alles wunderbar. It's very beautiful, very nice nature, and a good road. It's funny. Yeah, it's very fun. We enjoy it. Oh, it was wonderful. The scenery is very nice. We like it. Ja, der Ausflug war sehr schön. Die Gegend hier in rund um Hessisch-Ollendorf ist toll. Wir sind eine schöne Strecke gefahren und hier mit dem Höhepunkt der Übersetzung an der Weser ist natürlich grandios. Ja, super. Ganz toll. Also die Schwimmkübel, die sind seit immer schon mein Traum gewesen und ich durfte mal eine Dreiviertelstunde mit einem mitfahren. Also wenn ich jemals so viel Geld haben sollte, dass ich 150.000 Euro für ein Auto ausgeben kann, dann wird das ein Schwimmkübel werden. Heute sind die Kübelwagen sehr begehrte Sammlerobjekte, die ihrem Besitzer ein einzigartiges Fahrgefühl bescheren sollen. Die Mehrzahl der Oldtimer ist allerdings nicht Schwimmer und setzt somit ganz klassisch mit der Fähre über die Weser. I come from Barcelona. Oh. From Barcelona, in Catalonia. We've come from England in North Yorkshire. It was 1,700 kilometers. It took 2 days to come here. It was a long trip, but I think it's worth it. Wir kommen aus Holland, so in der Nähe von Aachen, war 340 Kilometer. Ja, war ein schöner Trip. Ja, gut gegangen mit Autos. Ja. The events, it's brilliant, it's lovely. So many friends from so many places, and everybody comes together. What did you think it happened to me? Don't know, 28 Länder sind beteiligt an einer Zeitreise, die ca. 80 Jahre zurückführt. Der erste Käfer erblickte 1938 die Welt. Die Produktion des VW Bulli begann 1950. Der VW Käfer war das Wirtschaftswundersymbol. Ein Wegbegleiter über Generationen, an dem viele persönliche Erinnerungen hängen. Ich habe auf dem Käfer das Autofahren gelernt und mein erster war ein Käfer, aber kein Käfer Cabrio, ein normaler Käfer. Leider musste ich mich irgendwann von dem verabschieden und dann war mein großer Traum, einen Käfer Cabrio zu haben. Man setzt rein, denkt an ganz früher die alten Zeiten und lässt dann den Motor an und hört dieses Geräusch. Das ist für mich das Schönste. Da habe ich Urlaub, wenn ich in dem Auto sitze. Und dann habe ich die Freiheit, das Verdeck nach hinten zu machen oder nicht. Aber das Gefühl, jederzeit diese Freiheit zu haben, ist für mich das Schönste, was es gibt. Das ist einfach ein Genuss für mich, dieses Auto zu sehen. Und für mich gab es auch nur diese Farbe. Ich wollte auch nur diese helle Farbe haben. Ja, ich bin halt in dem Wagen groß geworden, glaube ich, kann man so sagen. Gleich nach der Geburt auf dem Arm durfte ich den Käfer bewundern. Und dann natürlich die unzähligen Fahrten, die wir dort drin gemacht haben, wo ich dann auf der Rückbank geschlafen habe. Ist leider heute nicht mehr möglich. Jetzt darf ich vorne sitzen, demnächst auch mal fahren. Und dann hoffe ich, dass ich da auch den Wagen irgendwann übernehmen kann und dann auch mit meinen eigenen Geschichten damit machen kann, mit meinen Freunden zusammen. Schöne Fahrten, macht Spaß.
Käfer und Bulli, das sind nicht nur Autos. Sie sind für ihre Liebhaber auch ein Lebensgefühl und ein Bekenntnis zur Nostalgie, die einen in verchromten Erinnerungen schwelgen lassen. Und so manchmal überspringt das Schwelgen die eine Lieblingskarosse und fällt auf eine andere. Ich würde sehr gerne eine Cabrio haben, aber der ist teuer. Und dann brauche ich ein bisschen Geld, darum verkaufe ich ihn. Das ist eine VW Käfer von Baujahr 53. Das ist eine Switter. Das ist nur in 6 Monaten gebaut. Und das ist ein altes Hintern und ein neues Vorne. Dieses Modell hier, eine Switter, ist mit der Hinten von einer alten, aber das ist ein Hinterfenster mit Chromlisten. Das ist nur diese Modelle hier, das hat das. Ich war in einer Werkstatt, da hat er drüben in der Ecke gestanden und er hat mir gesagt, der ist verkauft ist. Und ich weiß nicht, ah, muss ich die haben oder muss nicht. Und dann hat er sie gekauft und dann geht es. Das ist eine Liebesgeschichte, alles mit VW zu tun haben, weil ich bei VW ausgelehrt ist, zum Mechaniker. So, alles mit VW ist gut, aber dieses Modell ist sehr gut. Bei einem möglichen Verkauf seines Vierrads muss man sich bei einem VW-Treffen dieser Weltklasse somit auch auf kritische Fachleute einstellen. Er hat noch den Anlasserknopf. Der ist aber hier, der ist nicht wie beim Brezel im Mittelarmatur. Und das Tacho ist falsch, hat die falsche Blinkkontrollleuchte. Das hat es nur im Twitter gegeben und das ist ein hyperseltenes Teil, wahnsinnig schwer zu kriegen. Das gibt also, wenn man das hier, wenn man den Preis jetzt akzeptieren würde, gäbe es für die Winker, na gut, man muss dafür noch was dagegen rechnen, etwa 1200 Euro Abzug und für den falschen Tacho auch noch mal etwa 1000. Könnte der Käfer reden? Er hätte viel zu erzählen. Ist er doch ein überlebender Zeitzeuge, der viel Geschichtsträchtiges auf dem Buckel hat. Also dieser Käfer ist der älteste Käfer, der in Wolfsburg gebaut worden ist. Und ein Freund von mir, Ondra Brom aus Prag, dem mir das Auto gehört, der es gefunden hat, hat die ganze Geschichte davon rausgefunden. Er hat im Archiven also in Tschechien alles gefunden. Und das Auto ist damals einem Komponisten, Paul Linke, hat das gehört gehabt. Also, und das ist so für mich so, weil man die ganze Geschichte von diesem Fahrzeug hat, wurde die Beschlagnahmung dann nach dem Krieg dann durch die tschechische Regierung und so und dann Weitergabe. Das ist alles, das Auto hat Geschichte und das ist das, was ich so toll finde hier dran. Das ist das sogenannte Brezelfenster hier bei dem Wagen und das kann man daran erkennen, der hat 2 geteilte Scheiben. Das hat den Grund gehabt, damals hat man nicht die Möglichkeit gehabt, hier eine gewölbte Scheibe zu bauen. Deswegen war es geteilt dann halt das Fenster dann. Ja, und das ist halt ein ganz besonderes Auto, wieso halt Chromstoßstangen. Man hat extra damals zu dem Zeitpunkt das gemacht. Man wollte das Auto ja dem Publikum vorstellen halt. Das war ja der Wagen, das ist ja der richtige KDF-Wagen, den damals jeder bekommen sollte. Das ganze deutsche Volk hat drauf gespart, aber die Regierung hat ja nur betrogen und keiner hat ein Auto bekommen halt. Und so einer ist das, so ein Promotion-Fahrzeug. Zu tun haben die Anbieter auf dem Teilemarkt. Die in die Jahre gekommenen Oldtimer können hin und wieder eine Organspende gebrauchen. Und da muss nach dem passenden Ersatzteil ausdauernd geforscht werden. Also ich habe mal hier Ausstellfenster für meinen Käfer gekauft. Die passen ab August 64 bis zum Mexiko-Käfer. Damit kann man die originalen Fenster durch die Ausstellfenster ersetzen. Da hat man hinten ein bisschen Frischluft und ist einfach ein bisschen klimatisierteres Fahren dann im Käfer. It's a 2 heating box for my common gear. It's placed on the engine and to switch on and off the heat inside the car. And then ich habe heute hier eine HZ Tourist Reparatursatz gekauft, original. Und das ist für einen Freund von mir. Er sucht schon lange danach und ich habe es gleich gekauft. I bought an old fire extinguisher for an old VW. It's 1958 and it fits my car exactly. So it's ein Vergaserbrandlöscher. So it's period correct.
Die meisten Touristen sind bei dem mehrtägigen Autofestival auf den Campingplätzen rund um Hessisch-Ollendorf untergebracht und haben neben, über oder in ihrem Gefährt übernachtet. Also wir schlafen hier immer lieben gern. Wir schlafen bald besser als zu Hause da drin. Wenn wir da reingehen, dann ist es unsere kleine, so eine kleine Höhle und da, wir schlafen super in den Bahnen. Immer wieder. Gibt nichts Schöneres, wie im Bulli morgens aufzuwachen. Das ist richtig toll, das macht richtig Spaß und das ist richtig, richtig super. Wir machen immer, wenn das Wetter schön ist, das Faltdach auf, liegen in unserer Bettwäsche und es ist richtig super, wenn man dann morgens aufwacht und man guckt in den Himmel und kann sich hier noch so im Bett machen. Very good, yeah, I slept like a log. Yeah, wasn't too, it's different here, huh? Because it's not like other meetings. You actually get to, don't get people being noisy and rowdy and burning out their cars up and down the strip. So it's quite quiet. It's got a good night's sleep. But it was all good, so thanks to the organization. Ja, für mich ein sensationelles Highlight hier in Hessisch-Oldendorf. Tolle Gäste, tolle Gespräche, also wirklich ein Highlight. Also diese Gemeinschaftlichkeit hier, dieses Rüberkommen, dieses Feeling über die Autos, ist einfach nur herzhaft und bin schwer begeistert und werde wahrscheinlich in 4 Jahren hier auch wieder sein. Und es fasziniert mich immer wieder, dass diese Autos, die doch so alt sind und immer noch laufen und eben halt, das hier international ist, aus der ganzen Welt kommen die Leute hierher, das ist schon fantastisch. Amazing. I mean, it's so special. It is so, so many different cars and very rare cars. So it's, this is a once in a lifetime, only every 4 years. So, yeah, super cool. And I love to be here every 4 years for the show. This is the best show in the world regarding classic Volkswagens. Ich bin das erste Mal hier. Nur schade, dass es nur alle 4 Jahre ist. Es grenzt schon an ein kleines Wunder, dass die Veranstalter ein Ereignis dieser Größenordnung alle 4 Jahre möglich machen. Belohnt werden sie jedes Mal mit großem internationalem Interesse. Dieses Mal sogar mit einem außergewöhnlichen Engagement sehr weit gereister Gäste. Wir haben hier 5 Personen aus Malaysia. Die haben alle ihren Beruf aufgegeben, um 3 Monate lang hier nach Hessisch-Ollendorf zu fahren. Sind dann hinterher noch mal 3 Monate unterwegs. Und wir wollen die natürlich ganz besonders begrüßen. The car that I'm driving, the Beetle yellow one, belongs to my wife's dad. So he's always had a dream to drive his car to Germany. But 2 years ago he passed away. So now I'm just fulfilling his dream. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Menschen aus Malaysia, die heute zu uns gekommen sind, das hier als ein ganz wichtiges Ziel auserkoren haben. And because of that, they have the possibility to sign their name in our golden book of the city of Hessisch-Ollendorf. What's our highlight here is to meet wonderful people and to be a part of this wonderful show where we really don't get to see machines like this around, and it's really rare, and that would be the highlight of all. Want to say something? Thank you. Vielen herzlichen Dank, Traugott, und es war wieder ein tolles Erlebnis, hier sein zu können. It's my third time here and it's my first drive. So thank you very much. Vielen Dank. 4 times in Hessisch-Ollendorf. Und ich glaube, das ist, weil ihr alle so gastfreundlich seid, ja? Also uns gefällt es sehr gut hier und die Leute sind alle, machen alle Spaß und sowas und also eine gute Atmosphäre und wir danken euch alle für die Gastfreundlichkeit, die wir hier finden und wir kommen nächstes Mal nochmal. Ja. Naja, wir haben in Kolumbien, sagen wir, dass Volkswagen nicht eine Marke ist, sondern eine Familie. Danke sehr. Also, vielen, vielen Dank. Es war wirklich der Hammer. Also wir haben, klingt unangenehm, wenn man mit Prozentzahlen spricht, aber bestimmt 30-35% noch mehr als 2013 an Besuchern und Fahrzeugen. Was für Hessisch-Oldendorf ja bekannt ist, wir haben ja auch einen großen Campingplatz aufgebaut, der temporär für das Treffen da ist. Wir hatten schon mehr als vor 4 Jahren. Dieses Jahr haben wir 4 Campingfelder bereitgestellt, die ungefähr 1000 Autos aufnehmen konnten.
Das war Samstag, nein, eigentlich Freitagabend ausverkauft. Wir waren drauf und dran, schließen zu müssen. Und mit der Gemeinde zusammen konnten wir noch ein zusätzliches Campingfeld, also das Stadion, das Lokale hier, frei machen und konnten dort weitere 300, 400 Autos unterbringen. Also das ist ein eigenes Treffen im oder am Treffen. Das ist, muss man gesehen haben. Wir haben eigentlich zwei ganz persönliche Highlights. Und das erste Highlight war die Leute aus Malaysia, die 3 Monate lang unterwegs waren, über 20.000 Kilometer gefahren sind, um hier nach Hessisch-Ollendorf sind. Und gestern Abend ist ein Käferfreund aus Bogota angekommen, der seit Dienstag unterwegs ist, lauter Umwege machen musste, um hier anzukommen, und Dienstagabend. Und seit Dienstagabend unterwegs war und gestern Abend, also am Sonnabendabend gegen 22 Uhr hier angekommen ist. Und das sind natürlich solche Highlights, die einem immer wieder motivieren, sowas von neuem zu machen. Also ich sag mal so, morgen, weiß ich schon, sind alle kaputt vom Team und so. Dann ist die erste Woche immer so, alle haben keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Und dann langsam, wenn man sich realisiert, was man geschaffen hat, dann fangen wir wieder an zu planen. Also ich sage mal so, wenn alles gut läuft und auch wir haben, der Stadt haben wir alles gemacht, werden wir es bestimmt wieder machen halt. Aber das müssen wir erstmal wieder gucken und alle zusammen haben dafür. Thank you.